Ein herzliches Hallo zu den heutigen Allgäu TV Nachrichten an diesem ja noch recht heißen Freitag und das, obwohl der Herbst ja quasi schon vor der Türe steht. Für den Allgäu heißt es ja bekanntlich, Schluss mit Sommer ist nach der Allgäuer Festwoche. Aber auch aus meteorologischer Sicht ist da was Wahres dran. Am 1. September, sprich am Sonntag, beginnt hier offiziell der Herbst. Zeit für uns mal ein Resümee über den Sommer 2024 zu ziehen. Sommer 2024 also ein Thema in unserer heutigen Sendung. Außerdem haben wir auch noch Folgendes mit dabei. Die Zukunft der Grundschulen, Agenbühl, eine Elterninitiative gründet sich. 25 Jahre Achterbahn und Co. Skyline Park feiert Jubiläum. Jetzt wird's laut, das steckt hinter dem Metal Forest Festival in Kaufbeuren. Und das Wetter im Allgäu, wir starten freundlich rein in den Herbst. Am kommenden Sonntag geht meteorologisch gesehen der Sommer ganz offiziell zu Ende. Das Jahr startet in seine kühleren Monate. Doch in diesem Jahr ist das Ganze etwas durcheinander gekommen, denn kühlere Phasen gab es 2024 bereits im Sommer und nass war es obendrein auch noch. Durch den vielen Regen ist fast ein bisschen der Eindruck eines herbstlichen Sommers entstanden. Ob das wirklich zutrifft oder nur ein Trugbild ist, wir haben zum Sommerabschluss mit dem Deutschen Wetterdienst gesprochen. Der Sommer 2024 wird wohl noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Leider nicht unbedingt in positiver. Es ist die Zeit, die viele Menschen aus dem Unterallgäuer Babenhausen wohl für immer damit verbinden werden, dass sie all ihr Hab und Gut verloren haben. Die Starkregenereignisse prägen Bayern und allgäuweit das Bild des Sommers 2024. Allerdings lassen die regnerischen Tage laut dem Deutschen Wetterdienst den gesamten Sommer deutlich schlechter erscheinen, als er eigentlich war. Also wenn man das zu dem, sagen wir mal, langfristigen klimatischen Mittel sieht, was die Temperatur angeht zumindest, da liegen wir über diesem Wert. Auch insbesondere in Bayern sieht es so aus, als dass wir über diesem Wert liegen. Allerdings wird es kein Rekordsommer werden. Ja, und vom Niederschlag her liegen wir in Bayern so ziemlich genau im Soll. Also das, was wir auch über einen längerfristigen Zeitraum erwarten würden. Was bei vielen Menschen trotz insgesamt durchschnittlichen Niederschlagsmengen hängen bleibt, ist, dass die Region zwischenzeitlich mit Wassermassen zu kämpfen hatte, die einem Jahrhunderthochwasser gleichen. Dass es speziell Bayern so hart getroffen hat, beschreibt der Deutsche Wetterdienst als unglücklichen Zufall. Das ist wirklich tatsächlich Zufall. Vor ein paar Jahren hatten wir es im Ahrtal gehabt, diesmal in Süddeutschland. Das ist wirklich dann abhängig von den Wassermassen und von den Luftströmungen, die da ankommen. Das ist mehr oder weniger zufällig. Aber natürlich ist es so, dass in Süddeutschland allein aufgrund der Berge, der Gebirge, doch schon auch eine gewisse Barriere besteht, wo diese Luftmassen sich dann eben abregnen können. Dass es in diesem Sommer zu Starkregenereignissen kam, liegt an einem sogenannten blockierenden Hochdruckgebiet. Im vergangenen Jahr war Deutschland sehr zentral in diesem Gebiet, was für warme Temperaturen bis spät ins Jahr hinein gesorgt hat. In diesem Jahr lag Deutschland zwischen einem solchen Hoch- und einem Tiefdruckgebiet. Letzteres brachte dem Süden des Landes den vielen Regen, der in dieser Form nicht langfristig vorhergesagt werden konnte. Wir können sagen, okay, es gibt diese Tendenz oder sagen wir die Voraussetzungen für so Starkniederschlagsereignisse sind gegeben. Aber dass wir jetzt sagen können, das Starkniederschlagsereignis findet dann und dann dort und dort statt. Das ist erst so ab 2, 3 Tagen vor dem Ereignis tatsächlich möglich. Zum Ende des Sommers bleibt noch eine Frage offen. Wie kann es sein, dass Meteorologen von einem normalen Sommer sprechen, obwohl deutschlandweit über einen relativ langen Zeitraum kühle Temperaturen und Regenwolken das Wetter bestimmten? Die Antwort sind die überdurchschnittlich warmen Tage der letzten Zeit. Ja, ein bisschen ausgeglichen, wenn man auf die Temperatur guckt, auf jeden Fall. Wir hatten ja doch relativ warme Tage gehabt, auch teilweise in anderen Gebieten mit Temperaturen von um die 36 Grad in der Spitze.
Und ja, hat schon ein bisschen diese Nico, na Starkniederschlagslage dann. ausgeglichen. Und damit geht ein nasser, aber trotz allem durchschnittlicher Sommer zu Ende. Der Blick auf die kommenden Monate dürfte viele Wärmefanatiker glücklich stimmen. Denn der Deutsche Wetterdienst erwartet ein Restjahr, das sich über dem Temperaturdurchschnitt der letzten Jahre bewegt. Zu 100% korrekt vorhergesagt werden kann das Wetter aber nie. Nach einer kurzen Pause gibt es bei uns Kompakt mit allem Wichtigen aus der Region. Und wir schauen auch noch nach Argenbühl. Kurz vor dem neuen Schuljahr hat sich dort eine Elterninitiative gegründet. Was die Initiative erreichen will und gegen welche Probleme sie in Zukunft vorgehen möchte, erfahren Sie nach einer kurzen Pause. Seit über 50 Jahren erfolgreich im Verkauf von Wohn- und Geschäftsimmobilien, Grundstücken, Anlageobjekten und der Vermietung. Walter Beck Immobilien. Mit Kompetenz vom Erstgespräch bis zur Übergabe. Wir kümmern uns um Ihr Projekt. Mit Jenny Brei und neuem Look sind wir auch in Zukunft Ihr vertrauensvoller Partner in allen Immobilienfragen. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now. Mein Bär gibt Gas. Flüssiggas ist die lagerfähige und unabhängige Alternative zum leitungsgebundenen Erdgas. Fragen? Unser Team weiß Bescheid. Kessler, bärenstarke Energie. Via Nova Naturprodukte, Qualität im Allgäu seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Mein Bär, vor Ort für Sie da. Kessler. Bärenstarke Energie. Ein Sechser im Lotto. Das ist doch so wahrscheinlich, wie eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Stimmt's. Und das gelingt laut Statistik durchschnittlich 233 Gewinner pro Jahr. Sehr laut Statistik. Glückwunsch. Wir nehmen dein Glück ernst. Feuchte Kellerwände, Probleme mit Schimmel und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinal.de Willkommen zurück zu Kompakt. Schon wieder waren kriminelle Telefonbetrüger im Allgäu mehrfach erfolgreich. In einem der Fälle am Dienstag wurde ein 86-Jähriger dazu gebracht, Geld, Gold und Wertsachen im hohen fünfstelligen Bereich zu übergeben. Die Täter nutzten dabei eine bekannte Masche und gaben sich unter anderem als Justizbeamte aus. Sie schafften es, den Mann von der Lüge zu überzeugen, dass der Sohn einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Er müsse deshalb ins Gefängnis, es sei denn, der Mann würde eine Kaution bezahlen. Mit einem Taxi fuhr der Senior nach Lachen, betrat gegen 15 Uhr kurz die Raiffeisenbank Filiale und ging anschließend in Richtung Ortsmitte zur dortigen Turnhalle, um die Wertsachen und das Geld zu übergeben. Jetzt bittet die Polizei Menschen, die am Dienstag gegen 15 Uhr nahe der Turnhalle in Lachen etwas beobachtet haben, sich zu melden. Und nun zu einem ganz anderen Thema. Im größten Freizeitpark Bayerns gibt es aktuell gleich doppelt etwas zu feiern. 25 Jahre Skyline Park. Der Skyline Park bei Bad Wörishofen feiert 25-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig feiert Gründer Joachim Löwenthal seinen 70. Geburtstag.
Zu den vielen Gratulanten gehört heute unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Für ihn ist der gut 35 Hektar große Freizeitpark ein gutes Beispiel für mittelständisches Unternehmertum. Es ist ein großes Familienunternehmen mit einem Jubiläum, 25 Jahre, einer der größten Parks mit in Deutschland, auch in Bayern. Das ist etwas ganz Besonderes. Freizeitparks machen Freude, ist gerade für jemand wie mich. Ich war als Kind immer in Freizeitparks. Ich bin als Vater gern gegangen, hoffe irgendwann noch als Großvater gern zu gehen. Das ist was Besonderes und hier werden Träume vermittelt und Eltern freuen sich, dass die Kinder gut aufkommen werden. Also insofern tolle Qualität, viel Spaß und ich bin gerne da. Der Skyline Park ist der größte Freizeitpark Bayerns. Inzwischen sind Joachim Löwenthals Kinder beim Parkbetrieb mit eingestiegen. Aktuell laufen die über 60 Attraktionen dank der Sommerferien auf Hochtouren. Im Jahr zieht der Skyline Park über 400.000 Besucherinnen und Besucher an. Die Alpinpolizei hat jetzt ein erstes Fazit bezüglich Verstöße gegen das Naturschutzgesetz in den Allgäuer Hochalpen gezogen. Kontrolliert wurden laut Polizei vor allem die Hotspots Schrecksee und Gaisalpsee. Bei Kontrollen wurden in der Sommersaison 19 Ordnungswidrigkeiten und 2 Straftaten festgestellt. Außerdem mussten 20 Platzverweise erteilt werden. Die Allgäuer Alpen sind ein Touristenmagnet. Dass sich die Menschen nicht an die geltenden Regeln halten, sei ein zunehmendes Problem für die Natur, so die Beamten. Ordnungswidrigkeiten können mitunter sehr teuer werden. Bis zu 400 Euro Bußgeld kann das Landratsamt Oberallgäu als zuständige Behörde verhängen. Mit den Kontrollen direkt vor Ort will die Polizei nach eigenen Angaben auch klar machen, die Polizei ist nicht nur unten im Tal für die Einhaltung der Gesetze zuständig, sondern auch oben auf dem Berg. Bei Bedarf werde es auch im September weitere Kontrollen geben. Und jetzt zum Hochwasser Anfang Juni und dessen Folgen. Beim Thema Soforthilfen gibt es ganz aktuelle Neuigkeiten. Soforthilfefrist kurzfristig verlängert. Wie das bayerische Finanzministerium heute Nachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird die Frist für Anträge auf Hochwassersoforthilfe um einen Monat verlängert. Ursprünglich hätte die Soforthilfefrist für Privatpersonen am morgigen Samstag zu Ende gehen sollen. Haushalte, die nach dem Hochwasser Anfang Juni Neuanschaffungen für zerstörten Hausrat tätigen müssen, können so bis zu 5.000 Euro erhalten. Für die Beseitigung von Ölschäden werden bis zu 10.000 Euro ausbezahlt. Inzwischen seien laut Ministerium bereits über 28,5 Millionen Euro Soforthilfen an Privathaushalte ausbezahlt worden. Um allen Berechtigten die Möglichkeit zu geben, Soforthilfen zu beantragen, werde die Frist nun auf den 30. September verlängert. Die Soforthilfen können von Mietern oder Eigentümern beantragt werden. Die Anträge sind meist auf den Online-Seiten der Landratsämter oder Rathäuser zu finden. Und wir blicken nochmal nach Bad Wörishofen. Da findet bald wieder das hochkarätige Festival der Nationen statt. Diesmal gibt es was ganz Besonderes zu feiern. Jubiläum beim Festival der Nationen. Das Festival der Nationen feiert dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Das Festival ist mittlerweile international bekannt, auch wegen der Weltstars, die immer wieder für die Konzerte nach Bad Wörishofen kommen. Ja, auch in diesem Jahr zeigt sich die internationale Weltklasse der klassischen Musik. Ganz besonders freue ich mich auf Julia Fischer, die drei großen Bs beim Eröffnungskonzert präsentieren wird. Das heißt Bach, Beethoven und Brahms, die drei großen Violinkonzerte. Mit Events wie Classic for Kids legt das Festival aber auch den Fokus auf die jüngeren Generationen. Wir werden das 33.000. Kind begrüßen dürfen und das ist sehr besonders. Das erfüllt mich auch mit Stolz und ergänzend die großartigen klassischen Weltklasse-Künstler und die junge Weltelite. Das ist ein besonderes Jubiläumsfestival und ich denke für die Menschen hier im Allgäu und auch überall von weit her ist das ein besonderes Erlebnis. In Zusammenarbeit mit der Allgäuer Zeitung und mit Allgäu TV als Produktionsstudio ist zum Jubiläum auch ein neuer Festivalfilm entstanden. Das Festival der Nationen findet vom 27.09. bis zum 6.10. statt.
So viel von den heutigen Nachrichten. Jetzt schauen wir noch auf die Wettervorhersagen der kommenden Tage. Immer auf der Sonnenseite mit Reise.tv und den Angeboten der AZ Leserreisen bei Allgäu.tv. Heute Nacht erwartet uns eine dichte Wolkendecke über dem Allgäu. Richtung Osten lockert sie auch mal auf. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad. Ab Vormittag setzt sich die Sonne mehr und mehr durch und es wird ein schöner Start ins Wochenende. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 28 Grad. Zum Nachmittag hin heizt die Sonne die Wolken weiter weg. Im Süden können sie sich noch halten, später können sich zusätzlich Quellwolken bilden. Vereinzelt sind auch Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 27 und 29 Grad. Perfektes Ausflugswetter herrscht morgen für einen Besuch in den Bergen. Viel Sonne, ein paar Wolken und ein leichter Luftzug erwarten uns dort. Am Nebelhorn werden 20 Grad erreicht. In Ofterschwang-Gunzesried wird es am wärmsten mit Werten bis zu 26 Grad. Der Sonntag beginnt dann mit viel Sonne. Am Nachmittag und Abend können sich von Süden her einige Schauer und Gewitter bilden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad. Der Montag startet überwiegend sonnig. Es bilden sich aber schon früh erste Schauer. Die nehmen von Westen her tagsüber weiter zu. Es bilden sich teilweise auch Gewitter bei Höchstwerten bis 25 Grad. Am Dienstag beruhigt sich das Wetter wieder. Es wird verbreitet trocken und mit Temperaturen bis 24 Grad auch angenehm warm. Reise.tv. Die AZ Leserreisen bei uns bei Allgäu.tv bringt Sie an die schönsten Orte der Welt. Wohin die Reise geht und welche Angebote wir für Sie entdeckt haben, erfahren Sie online unter www.allgäu.tv/reise. Eine kommende Ganztagsbetreuung 2026 und die demografische Entwicklung in Süddeutschland. Auch wenn es nicht dem deutschen Trend entspricht, hier gibt es immer mehr Kinder. Nicht nur Kita-Plätze sind deshalb so knapp wie noch nie, auch in den Schulen wird es eng. Wie in den 4 Grundschulen der Gemeinde Argenbühl im Westallgäu. Hier wird aktuell nach einer Lösung für die Zukunft gesucht. Dabei gibt es eine Überlegung, die eine Elterninitiative nun unbedingt verhindern möchte. Argenbühl im Westallgäu. Aktuell gibt es in der 7000 Einwohnergemeinde 4 Grundschulen, jede davon in einem anderen Ortsteil. Das Problem, die Schulen werden zu klein. Grund ist die kommende Ganztagsbetreuung 2026 und die demografische Entwicklung in Argenbühl. 2 Schulstandorte sollen deshalb komplett wegfallen, die 2 anderen sollen ausgebaut werden. Ja, jetzt geht es halt wirklich um die Standorte an sich, also wo werden zukunftsgerichtet dann diese Standorte sein. Und ja, und da geht es jetzt halt tatsächlich darum, immer wenn das schließt, also gerade so in diesem Schulkosmos, dann ist das natürlich immer ein persönlicher Verlust, auch für jeden Gemeindeteil. Und da geht es jetzt halt darum, auch eine sinnvolle Entscheidung zu treffen seitens der Gemeinde. Unterteilt man die Gemeinde in Norden und Süden, stehen dabei aktuell 3 Varianten in Aussicht. Bei 2 davon gäbe es eine Schule im Süden der Gemeinde, eine im Norden. Bei der 3. Variante würde es im Süden allerdings keine Schule mehr geben, im Norden hingegen 2. Diese 3. Variante möchte eine Elterninitiative nun verhindern. Für die Kinder aus dem Süden würde die eine 20-minütige Busfahrt bedeuten. Ich habe 2 Kinder. Mein Sohn ist 4, meine Tochter ist 8. Und mir macht es Angst, wenn ich dran denke, mein Sohn fährt in der 1. Klasse mit dem Bus nach Ratzenried. Das wäre für uns natürlich eine unglückliche Variante. Grundschulkinder so lange mit dem Bus in die Grundschule fahren zu lassen. Ich denke, wir alle wissen, dass auch nicht jeder 6-Jährige oder jede 6-Jährige bereits in der Lage ist, selbstständig mit dem Bus zu fahren. Das würde also bedeuten, dass auch sehr viele Elterntaxis morgens einen sehr weiten Weg auf sich nehmen müssten mit dem Auto. Die Elterninitiative möchte nun genau darauf aufmerksam machen. Es werden nun Unterschriften gesammelt. Über 600 Argenbühler Bürgerinnen und Bürger haben bereits an der Petition teilgenommen. Also da ging es uns wirklich darum, um auch die
ja, die Bevölkerung ein Stück weit transparent mitzunehmen und auch wirklich in der Tiefe mal über das gesamte Thema Schule aufzuklären mit allen Pro und Kontras, die es da gegebenenfalls geben kann. Das war unsere Idee. Ob wir da was bewirken können, fraglich. Zumindest haben wir mal ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt auf das Thema. Im Moment sieht es nicht so aus, als würde die Verwaltung da irgendwie einen gewissen Fokus drauf legen. Der Wunsch der Elterninitiative, eine Schule im Norden, eine im Süden. Das wäre zwar teurer, weil im Süden neu gebaut werden müsste, für die Grundschülerinnen und Grundschüler aus dem Süden Agenbühls aber die bessere Lösung. Die Entscheidung liegt letztendlich beim Gemeinderat. Bis November soll dieser sich einig werden. Am Ende müssen die handelnden Personen das natürlich schon für sich entscheiden, was sie da als geeignete Lösung finden. Wir hoffen einfach, dass es am Ende nicht am Geld liegt. Weil wenn es am Geld liegt, wie es so oft halt entschieden wird, dann kann es dann auch die schlechteste Variante sein. Wir hoffen, dass da einfach so ein bisschen die Vision auch in die Zukunft geht. Auf diesen Prozess hat die Bürgerinitiative allerdings keinen Einfluss. Jetzt heißt es weiter auf sich aufmerksam machen und die Entscheidung abwarten. Was haben Heavy Metal und der Wald, also der klassische Mischwald, miteinander zu tun? Ich verrate es Ihnen gleich nach einer kurzen Pause, denn unsere Reporterin Letizia Weile hat die Verantwortlichen des Metal Forest Festivals besucht. Das Festival findet an diesem Wochenende in Kaufbeuren statt. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Kostbares aus Ton. Gefertigt von den Handwerkerinnen der Allgäuer Keramik. Über 200 Artikel, von der Tasse bis zur Spatzenschüssel. Vom Allgäuer Genussmacher 2019. Willkommen bei der Allgäuer Keramik in Altstetten bei Sonthofen. Bär, das Fachgeschäft für Jagd, Sport und Mode in Kempten. Bekannt für freundliche und fachkundige Beratung. Auf über 700 Quadratmeter bieten wir ein besonderes Einkaufserlebnis für Jäger, Wanderer, Sportschützen, Angler, Outdoor- und Trachtenliebhaber. Schauen Sie rein bei uns im Haus oder im Onlineshop. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wohnkonzepte und hochwertige Markenküchen mit aktuellster Ausstattung. Lassen Sie sich inspirieren. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich bei uns begrüßen zu dürfen. Delta Möbel, Ihr Möbelhaus mit Persönlichkeit in Leutkirch im Allgäu und Bubesheim. Hosp, Ihr Weinhandel im Allgäu. Der Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. In Kempten, Ludwigstraße 32. Für jeden Geschmack das Passende. Hosp Weinhalle. Ein Sechser im Lotto. Das ist doch so wahrscheinlich, wie eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Stimmt's. Und das gelingt laut Statistik durchschnittlich 233 Gewinnern pro Jahr. Sehr laut Statistik. Glückwunsch. Wir nehmen dein Glück ernst. Besuchen's uns, entdecken's und schmecken's die ganze Vielfalt Allgäuer Käsekunst. In unserem Käse- und Bioladen in Isny oder in Haselburg bei Leutkirch. Käsküche Isny. Mehr Bio als erlaubt. www.käsküche-isny.de. Heute Abend startet das Metal Forest Festival in der Kaufbeurer Karthalle und das zum ersten Mal. Das Festival wird sogar von der Stadt Kaufbeuren gefördert und soll das kulturelle Angebot erweitern. Was dort geboten sein wird, warum die Stadt es unterstützt und wie es überhaupt entstanden ist, haben wir uns heute Vormittag angeschaut. Segne alles, was bei diesem Festival passiert. Segne alle, die bei diesem Festival sind, heute und alle Tage. Amen. Dorothee Stürzbecher-Schalück hat als langjährige Priesterin schon einiges gesegnet. Die heutige Festivalsegnung ist aber auch für sie eine Premiere.
Und Premiere hat auch das gesegnete Festival. Das Forest Metal Festival hier in der Karthalle in Kaufbeuren. Organisiert wird es von Martin Dorst. Eine Segnung wollte er, weil das Christentum für ihn auch zur bayerischen Kultur gehört. Und? Egal, ob jetzt irgendwelche Leute, die kommen oder mitarbeiten oder spielen, hier irgendwelche andere Glaubensrichtungen oder Wertevorstellungen haben, ist mir wichtig, dass die mit einer positiven Energie ins Festival starten. Genau. Und so ein Festival plant der Videoproduzent schon seit Jahren. So richtig an die Umsetzung ging es, als er die Karthalle als Standort gefunden und Unterstützung der Stadt Kaufbeuren zugesagt bekommen hat. 10.000 Euro Kulturförderung gibt es für die Veranstaltung. Unsere Kulturförderung zielt darauf, möglichst alle Zielgruppen zu erreichen. Und tatsächlich hatten wir die letzten Jahre in dem Segment viel zu wenig geboten. Und ich freue mich sehr, dass dieses Festival jetzt hier Fahrt aufnimmt. Und deswegen war es auch für den Stadtrat klar, dass wir sowas unterstützen wollen. Und wir drücken die Daumen, dass es ein toller Erfolg wird. Und die Förderung war auch dringend notwendig, so Martin Drost. Denn ein Festival dieser Größe auf die Beine zu stellen, sei eine finanzielle Herausforderung. Immerhin muss erstmal eine gewisse Reichweite aufgebaut werden. Und Metal gehört nicht gerade zur Mainstream-Musik. Es gibt ja verschiedene Arten von Metal. Und ich so im Moment so die härtere Gangart von Metal. Es gibt so Death Metal, Metalcore, Hardcore, Black Metal gibt es auch. Da gibt es Black Death Metal. Es gibt auch verschiedene Stilrichtungen, die gemixt werden, aber auch sehr gut sind. Es gibt sogar eine Band, die heißt The Feast for Crows, die mixen Techno-Elemente in die Musik rein. Die spielen heute Abend übrigens und da freue ich mich auch schon drauf. Eine weitere Band, die heute spielt, ist Alasia. Die Band kommt aus Weimar und beschreibt ihre Musik als sehr energetisch. Also es scheppert ordentlich, wir bringen auf jeden Fall ein paar Breakdowns mit. Es gibt auch ein paar schöne Gitarrenfiedeleien. Wir haben ein paar Hooks dabei, die man auch mitsingen kann, wenn man sie kennt. Und ein paar, ja, also ich glaube, wir haben sehr viel Gechanke auf jeden Fall. Und sehr viel Energie auf jeden Fall. Wenn man das jetzt irgendwie in so eine Musikrichtung ordnen möchte, ist es eher so die Metalcore-Richtung. Wobei wir jetzt mittlerweile eher so unser eigenes Ding machen und da ganz viele Genres auch vermischen. Also dann sind irgendwie so Hardcore-Elemente drin. Bevor es richtig losgeht, heißt es jetzt erstmal aufbauen, Soundchecken und Stimme aufwärmen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es auch schon mal. Und unsere Erwartung ist eigentlich einfach eine gute Zeit haben. Wir lassen das alles auf uns zukommen. Wir sind jetzt gestern hier angereist, haben da uns wurde ein Zelt aufgebaut. Das war sehr cool, weil wir irgendwie 5 Stunden gefahren sind und ja, wir haben einfach Bock auf die Experience, sind gespannt auf die anderen Bands, gucken die uns auch auf jeden Fall dann noch an und ja, coole Leute treffen. Insgesamt treten hier heute und morgen 14 Bands auf. Der Name Forest Metal Festival hat übrigens auch eine Bedeutung, denn es werden Pfandspenden für ein Wiederaufforstungsprojekt gesammelt. Wenn das Festival gut angenommen wird, soll es nächstes Jahr übrigens wieder stattfinden und zwar in größerer Form. Eventuell hier im unteren Bereich der Karthalle. Da muss man jetzt auch organisatorisch und alles Mögliche darauf vorbereiten, weil andere Größe, andere Voraussetzungen, andere Kalkulationen und so, da muss ich jetzt dann im November dann mal anfangen, mich darum zu kümmern. Jetzt steht erstmal das diesjährige Festival im Vordergrund. Heute spielen die ersten Bands bereits und morgen geht es dann ab 14 Uhr weiter. Ende ist dann am Samstag um Mitternacht. Das war's für heute und für die Woche mit den Allgäu TV Nachrichten. An dieser Stelle begrüßt Sie, wenn Sie mögen, am Montag wieder meine Kollegin Limonia Leindecker. Unter anderem schauen wir da zum Reptilienzoo nach Füssen. Dort hat man ja eine kürzlich nahe Mindelheim gefundene Königspython aufgenommen. Wir klären, wie es mit der Schlange weitergeht und wir haben außerdem eine Bildhauerausstellung in Sonthofen besucht. Ich sage danke fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer- und Wochenausklang. Machen Sie es gut.